Servus! Grüß euch meine Freunde hier mit dem nächsten bzw. mit dem letzten Special Video aus der Detektiv Conan Cinema Reihe Volume 2 von Remnant und Detektiv Conan. Und zwar haben wir hier heute die letzte Box von rechts unten. Und jetzt können wir dann die komplette restliche Fallschachtel zusammenbauen und dementsprechend dann mal anschauen, wie sie ausschaut als Kinosaal. Das wird ein bisschen schwierig für mich, euch das zu zeigen, aber vielleicht fällt mir demnächst ja was ein. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal hier die letzte Box auf. Ich bin mega gespannt, ob wir jetzt tatsächlich heute hier an Sonntag, wie heißt's, Wermut oder Gin haben, denn falls ihr aufgepasst habt, wir haben Conan, wir haben Heiji, wir haben Kazuha, wir haben Bourbon und wir haben unseren Okia, aus Sahara, ihr wisst schon, Subaru, Okia heißt da, sag's doch gleich. Und ich vergesse immer seinen Namen, der ist einfach ein FBI-Agent für mich und der ist eh nicht Shuichi Akai, weil der kann's nicht sein. Deswegen ist er irgendein Randy, den wir noch nicht kennen und der ist trotzdem verkleidet, aber am Ende kennen wir den trotzdem und keine Ahnung. Wir wissen es noch nicht, denn wir gucken ja nur die Kinofilme und die Lizenzen in Deutsch fehlen ja noch bis zuweilen. Dementsprechend, ja wie gesagt, wir haben hier kurzes Revue passieren. Ihn, dann haben wir unsere hübsche Kazuha. Dann haben wir unseren Bourbon. Oh, Entschuldigung, nee, Bourbon ist der falsche. Wir haben unseren Heiji, den Freund von Kazuha. Und natürlich den anderen Freund von Kazuha, unseren Conan. Mit seinem wackeligen Corndog. Auch sehr, sehr geil. Und dementsprechend haben wir hier heute die letzte Box und haben hoffentlich eine von zwei Figuren, die wir noch nicht haben. Und wir haben unsere Ei Heilbarer, nimm dich in Acht, die Männer in Schwarz kommen. Schade, wir haben leider Gin. Ich meine, nicht schade, dass wir Gin haben, aber ich hätte halt doch gerne Wermut gehabt. Ah, es ist so schade einfach. So, dann haben wir hier unseren Stuhl. Kinostuhl und sein Getränk. Kommen dann auch in den rechten, linken. Und hier haben wir unseren Gin. Oder ein bisschen. Hier. Bisschen scharf, wäre cool. Ja, sehr, sehr geil auch. Ja, der sieht so cool aus. Ich weiß nur nicht, warum Gin mit den anderen im Kino sitzt. Aber okay. Bei Wermut würde ich es mir noch eingehen lassen. Denn ja, das ist so ein perfiden Plan ein. Aber wenn Gin und Conan erstmal in dem gleichen Raum wären, die würden sie ja komplett an die Gurgel gehen. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch heute gefallen und auch die letzten Wochen. Meine Special-Reihe von unserem Detektiv Conan und dem Remnant zu unserer Cinema-Reihe Volume 2. Und ansonsten, freut euch. Vielleicht bekomme ich ja Volume 1 noch irgendwie in die Hände, beziehungsweise ich werde auf jeden Fall versuchen, Wermut zu kriegen. Denn ich habe es am Anfang und ich werde es in jedem anderen Video wahrscheinlich auch sagen oder gesagt haben. Ich hätte am liebsten Wermut gehabt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Schachtel angeschaut und dachte mir so, haha, das ist doch Wermut. Sieht man doch hier Weinglas, überkreuzte Beine, übereinander geschlagene Beine, ey, ohne Witz. Und lange Haare und dann noch so den Kopf so zur Seite auf die Hand, also das typische Pose von ihr. Und das Schade ist leider, dass wenn wir die Special Box hätten, irgendeine von den Figuren ausgetauscht wäre mit Wermut und wir hätten dann quasi die andere Figur nicht gehabt. Dementsprechend müssen wir dann schauen, wie wir es machen oder wie wir rankommen. Es ist außerhalb Japans sehr schwer, an diese exklusiven Sachen ranzukommen. Ich habe vielleicht meine Connections. Vielleicht auch nicht. Ich werde, wie gesagt, mein Möglichstes tun und hoffe dann an der Stelle, es hat euch, wie gesagt, soweit gefallen. Vielleicht bekomme ich Volume 1 noch mit.
Da ist Shinichi ran und wer war noch dabei? Auf jeden Fall Ran und Shinichi, und die kann man schön zusammensetzen. Und die anderen vier Figuren sind ja auch sehr toll. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier die in Erfahrung gebracht haben. Die sind auch für mich was komplett Neues gewesen. Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt von Conan. Ich meine, klar, es gibt von gefühlt jeder Anime-Serie sowas. Aber von Detektiv Conan habe ich eben noch gar nicht so viel Merchandise. Und habe ich, glaube ich, auch in jedem Video gesagt. Ja, und allgemein, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, jeder Sonntag hat euch ein bisschen mehr ans Warten erinnert, beziehungsweise hat euch nicht so die Vorfreude genommen auf den nächsten Sonntag, weil dann immer ein Special-Video kam und ihr habt das nächste angeschaut. Auf jeden Fall, ich fand es mega cool, mal die Erfahrung zu machen, jetzt auch hintereinander die einzelnen Videos zu machen. Habe ich noch nicht so oft gemacht für euch. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Und ansonsten, wie gesagt, macht doch einfach, was ihr wollt, wie immer. Und ansonsten, ja, drückt gerne Daumen nach oben, macht doch einfach, was ihr wollt, wie immer. Und ihr wisst schon, wir sehen uns im nächsten Video. Denn ansonsten, es gibt immer nur eine Wahrheit und wir werden sie finden. Oder vielleicht findet sie jemand anders für uns. Ihr wisst schon.